Ja, moin zusammen. Willkommen zurück bei Natural Threat 2. Frischer Kaffee ist am Start, das heißt, wir können beginnen. Ja, sollte laufen. So, hier waren wir, glaube ich, hier sind wir fertig, ne? Also ich meine, so komplett fertig. Oder gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Naja, das da oben eben. Aber, boah, da weiß ich noch gar nicht, wie da rankommen. Ja, so gucken wir erstmal, wohin der Schlüssel passt. Hier vermutlich, Fragezeichen. Hier. Der Hund hat den Schlüssel geklaut. Das muss es gewesen sein. Das nehmen wir mit. Oh, super. Und, warte mal, nur die Zangen, die Batterie selbst nicht. Ich kann die Abdeckung nicht mit bloßen Händen entfernen. Ja, zu heiß, ne? Oh, das geht nicht. Okay. Schweißbrenner. Nee, Moment, muss ich das schweißbrennen? Tatsächlich. Ah. Das halte ich jetzt aber nicht für die klügste Methode. Okay. Die Glühbirne könnte leicht überhitzen. Aber hey, wir kommen an sie ran. Gut, alles klar. Hier hinten ist nichts mehr. Das da ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal nach oben und sollten die Glühbirne doch jetzt hier einsetzen können, ne? Uah, Grusel. Ah, mal sehen. So, Moment, das ist aber noch nichts, nicht alles. Wir müssen ja auch noch mit den Klemmen können wir die verbinden. Oh, easy peasy, hallo? Was macht ihr euch überhaupt Sorgen? Genau. Fackel und Wagenheber, sehr gut. Hier vorne kommen wir nicht mehr ran, aber Abel, warte, wo ging das denn hier noch weiter? Nee, hier war das nicht. Ah, ja, irgendwo gab es doch eine Möglichkeit, irgendwas aufzusplitten. Ich kann die, ja, jetzt kann ich die Glasflasche verwenden. Für die Fackel? Nee. Moment, die Fackel. Licht war ja nicht so deins, ne? Es tut... Ja, es tut... okay. Es wehrt sich. Aber so richtig viel weiter komme ich dadurch erstmal nicht, ne? Okay, hier könnten wir irgendwas anbringen. Da auch nicht. Wo war denn das noch mit dem... Mit dem hier? Irgendwas aufstupseln, ne? Es macht keinen Sinn, solange der Deckel nicht an der Kette befestigt ist. Das geht nicht mit dem Wagenheber, ne? Nein, natürlich nicht. Warte. Ich erinnere mich, dass wir irgendwo noch was hatten mit Aufklemmen, aber hier war es offensichtlich nicht. Hier fehlt uns einfach nur das dritte. Hä? Wo war denn das? War das doch hier draußen? Da geht's nur da rein. Hier ist jetzt nichts weiter. Warte mal, da. Selbst unter den bizarren Pflanzen erscheint dieses glühende Objekt. Ach, da ist noch eins. Ah, das hatte ich bisher noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Die werden wir doch sicherlich gleich einsammeln müssen, ne? Wo war denn das mit dem... irgendein Schloss oder irgend sowas war das doch, ne? Ich bin gerade... Oder war das in einem anderen Spiel? Bestimmt. Okay, also hier nicht... War das noch weiter vorne? Ich meine, hier seien wir bis auf das da komplett fertig. Ich habe keine Erinnerung daran. Wenig hier oben. Ja, doch da. Okay, können wir hier noch irgendwas machen? Da ist auch wieder so ein glühendes Dings. Nee, aber hier ist auch nichts mehr sonst zum Öffnen. Okay, also wir haben einen Wagenheber, ein Metalllineal und eine Zange. Ja, Zange. Aber hey. Ach nee, aus Spiel. Was machst du hier? So, da ist nichts weiter. Gar nicht. Hier haben wir alles abgerast. Du schmatzt an dem Donut. Das tut mir echt leid, dass der Donut an deinem Zahn festhängt und du so da gar nicht drankommst. Du kannst nur immer ein bisschen dran lutschen. Naja. Okay, also hier scheint... Ne,
ein seltsames Glühen. Kann ich das denn hier jetzt irgendwie einfangen? Nee. Ich brauchte für vermutlich irgendwie, weiß ich nicht, einen anderen Behälter oder so. Ja, und hier kommen wir nur dahin zurück. Hier ist jetzt gar nichts mehr, ne? Nee, hier hat man nichts mehr. Nee. Außer auch hier dem Glühen. Nein. Okay. Wo ist denn das? Also ich würde aufgrund dieser Sucherei, das ist ja jetzt schon das dritte Mal, dass ich hier dran bin, so von wegen, hä, wo geht's weiter? Würde ich mal so weit gehen und sagen, das Spiel fällt unter die Kategorie nicht ganz so einfach. Hier ist Feurio. Lalalala. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir alles abgegrast. Gibt es denn tatsächlich irgendwie so ein Event, was ich erst auslösen muss? Oh, das tut mir leid. Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Ja, okay, also hier könnte ich einen Axtkopf anbringen. Jetzt kann ich die Gasflasche verwenden. Was stellst du dir so vor? Irgendwie das in die Richtung schleudern oder was ist so dein Plan? Also offensichtlich müssen wir ja... Oder? Nee, warte mal. Nee, Moment, guck mal. Hier werden die Zahnräder angezeigt. Also da kann ich tatsächlich noch was machen. Hier wird nichts mehr angezeigt. Es erscheint nur noch der Text dazu. Können wir also davon ausgehen, dass das, dass die Gasflasche, dass wir damit durch sind? Einige Teile fehlen. Nur noch eins fehlt. Würde ich auch gerne machen, kommen wir aber gerade nicht ran. So, hier ist die Nummer mit dem. Okay, nichts weiter. Das hier hatten wir bereits gelöst. Ja, und an ihm kommen wir nicht vorbei. Okay, aber das... Moment, halt, warte. Hier hätte ich schon alles abgeklickt, ne? Ja, hier ist nichts weiter. Ja, okay. Ja, So, und was machen wir jetzt? Fragezeichen. Was machen wir jetzt? Ich muss in das andere Gebäude da kommen. Nee, das ist nichts. Und hier hinten haben wir auch nichts mehr. Das hier wird doch nicht. Das hier wird doch nicht, ey. Wo ist denn der Wauzi eigentlich? Lauzi ist auch weg. Da oben komme ich noch nicht ran. Irgendwas mit ziemlich weit. Lalalala. Und hier kriegen wir auch nichts mehr auf die Kette. Okay. Ja, ich sehe mal wieder keine andere Möglichkeit. Hier oben kommen wir auch nicht mehr rein. Das ist okay. Da haben wir alles gemacht. Bla bla. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ja, okay, gut. Ja, das ahnte ich bereits. So, und von hier aus jetzt weiter, noch weiter, nach oben. Okay, also wir müssen hier, weiter gehe ich jetzt mal nicht. Hier oder im Hubschrapp-Schrapp irgendwas erledigen. Lalalala, ich würde alles tun, um meine Familie zu retten. Ja, wer würde das nicht? Also mal ganz im Ernst. Also hier ist definitiv gar nichts mehr, ne? So, was haben wir denn hier? Hier kann ich irgendwas machen. Schön. Kann ich dann irgendwas hier... Also es ist jetzt völlig random, ne? Weil ich habe irgendwie nicht so wirklich einen Plan, wie es weitergehen soll. Okay, nein, nichts. Gut. Kann ich denn hier irgendwas... Wagenheber? Nein. Ich sollte etwas anderes ausprobieren. Ach, was? So, der Wagenheber kommt hier nicht dran. Du kommst hier natürlich auch nicht dran. Und die Zange, wehe, wenn du da dran kommst. Nein, kommt es nicht. Okay. So. Was kann ich hier... Nein. Was kann ich hier tun? Hier fehlt eindeutig ein Zahnrad. Ich meine, es wird hier da schon so dargestellt, ne? Okay, hier ist auch wirklich nichts.
Einige Teile fehlen. Okay. So, das heißt, ich soll hier etwas tun können. Was stellst du dir so vor? Nein. Oh, schmeißen wir dann... Ach du liebe Zeit. Okay, das Vieh... Ja, ich weiß, es zählt zu böse, ne? Aber wir schmeißen es aus dem Flugzeug. Nun, es quält sich da hinten. Nicht so lustig. Nein. Okay. Nein. 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 Ich habe keine Ahnung. Okay, ich gehe zurück. Wir sollen etwas tatsächlich da drin machen können. Wir sollen hier etwas tun können. Echt jetzt? Was schwebt dir vor? Ich habe doch schon alles ausprobiert. Komm schon. Ich raff's nicht. Ich raff's echt nicht. Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich dieses Spiel zum... Oh nee, ne? Echt jetzt? Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich dieses Spiel zum ersten Mal spielte, auch so davor stand, so von wegen... Was? Oh, kaputt. Oh nein. Entschuldigung. Oh, das ist auch gleich kaputt gegangen. Okay. Finden wir das Vieh dann hier draußen noch? Nö, es ist weg. Okay, naja gut. Ja, dann. So, wir können weitergehen. Wer hätte das gedacht? Gehen Sie zum Aufzug. Was? Evakuierung. Ach so. Gut, okay. Da oben ist auch wieder so ein Dingelchen. Und hier Pflanzen. Ja, da würde ich gerne ran. Diese seltsamen Lianen sind dort gewachsen, wo auch die Pflanze wuchs. Sie schien diese Pflanze aggressiv zu machen. Oh, das ist bestimmt nicht gut. Oh. Okay, wie werde ich Pflänzchen los? Mit nichts, was ich hier habe, ne? Nee. Nein, mit nichts, was ich hier habe. Gut, wir sehen uns weiter um. Da ist doch eine Münze. Ein Medaillon sogar. Die schleimige grüne Substanz hat die Aufzugskonsole bedeckt. Ich muss sie erst sauber machen. Jo, geht klar, bevor ich den Aufzug bedienen kann. Warte mal, wenn das eine Evakuierung ist, okay, es ist kein Feuer, aber dass hier auch zu der Benutzung der Aufzüge geraten wird, finde ich ein bisschen merkwürdig. Die Pflanze auf der anderen Seite der Tür blockiert den Eingang. Mit dem passenden Schlüssel kann ich die Tür öffnen. Okay. Guck mal, hier könnte ich doch bestimmt rumfummeln. Warte mal, so. Nicht? Okay. So. Oh, das geht. Aua. Okay. Aha. Die Pflanze pulsiert, als würde sie gleich explodieren. Komm, wir fummeln da drin rum. Ich fummel nicht da drum. Aber hey, wer hat denn den Axtkopf hier versteckt? Na, sowas? Da ist sonst nichts mehr. Okay, dann lass uns doch mal den Axtkopf anbringen. So, ne? Kaching. Okay, gotcha. Also ich weiß ja nicht, diese Kunst hier. Ich weiß ja nicht. Na gut. Hilft uns die Axt hier weiter? Nein. Hilft uns die Axt hier weiter? Ah, tut sie. Kabusch. Und dann stirbt die ab und die eigentliche Pflanze ist wieder völlig normal. So, wir nehmen erstmal den Schlüssel mit. Hier ist auch noch was von diesem grünen Zeug. Die Statuette nehmen wir mit und sieh an. Hier kommen die Medaillons hinein. Meine Güte. Gut versteckt. Haben wir noch mehr? Die Pflanze ist nicht gerade ruhig. Ja, sie hat noch überlebt. Okay. Gut, warte mal, was? Statuette und Schlüssel. Der Schlüssel könnte hierfür geeignet sein. Ja. Aber bevor... Nicht? Oh nein, er ist kaputt gegangen. Wie gut, dass ich die Zange noch habe. Na also. So, reingehen. Ja, blockiert den Eingang. Okay, jetzt können wir hier pieksen. Sehe ich das richtig? Pieks. Fump. I. Vorsicht, Gematsche. Nicht, dass das in die Augen geht. Yikes. Okay, gut, toll. Gehen Sie zum Aufzug. Nein, wir haben andere Dinge im Kopf. Und es wird gewimmelt. Herrlich.
Formel, Laserpointer, Wattebausch und Schürze. Formel, Laserpointer, Wattebausch und Schürze. Und hier kommt doch bestimmt Buch mit Blättern. Hm, alles klar. Okay, Wattebausch, das ist ein Schwamm, das zählt nicht, ne? Oh, den haben wir auch finden müssen. Okay, DNA, Tube und Feder. Tube. Formel, Laserpointer, Wattebausch, Schürze, DNA, DNA und Feder. Eine Vogelfeder? Oder? Nein, so eine Feder. Okay. Warte mal, wir sollen ja auch noch Blätter finden. Hier, guck mal, das sieht auch verdächtig aus. Jawohl, funktioniert. Laserpointer, Wattebausch und Schürze. Laserpointer, ist das eine? Das ist die Schürze. Laserpointer und der Wattebauschli. Ich bewerf dich mit Wattebäuschen, bis das... Oh, hier, guck mal. Jawohl, ich bewerf dich mit Wattebäuschen, bis das Make-up platzt. So, zack. Ein Stethoskop und ein Treibhaus. Was? Und unten eben der Wattebausch. Ja, gut. Wo könnte der sein? Warte mal, hier ist irgendwas. Das könnte zu dem Stethoskop passen. Aber wo? Da ist das Treibhaus. Wo ist denn los Stethoskopos? Hier liegt noch völlig random ein Tacker herum. Das da? Tatsächlich. Oh mein. Okay. Ja. Wattebausch und hierfür brauchen wir noch eine Abdeckung, gell? Da, guck mal so. Ah, ja. Sehr gut. Und jetzt noch der Wattebausch. Irgendwas Fluffiges. Irgendwas da? Ja, herrlich. Trockener Schwamm. Hm. Natürlich ist er trocken. So. Hier nehmen wir Golfschläger mit, das nehmen wir mit. Ah, der Kühlschrank ist mit Klammern gesichert und das Glas sieht ziemlich solide aus. Wer bewahrt denn einen Feuerlöscher im Kühlschrank auf? Hm, ich weiß ja nicht. Aber das hier wird nicht... Nein, das funktioniert natürlich nicht. Okay, was haben wir noch? Ah, da kann ich Wasser holen. Da ist eine Mehrfach... Oh, oh, hier, guck mal. Die Pflanze in dem Wasserbehälter hat die Öffnung versteckt, sodass das Wasser die Hähne nicht erreichen kann. Hm. Das heißt, ich muss sie auch wieder wegfummeln. Irgendwie. Ja, irgendwie. Nach da oben geht es auch noch weiter. Da bekomme ich ein Bällchen. Das sieht aus wie der Teil einer chemischen Formel. Und hier kann ich die Linsen fehlen. Ist ja alles kaputt hier. Wer hat hier gearbeitet? Die halten ihr Dings da nicht gut im Neuen? Nicht gut in Ordnung. Ich bin sicher, es gibt einen Grund dafür, dass dieses Blatt mit verschiedenfarbigen Farben dort hängt. Ja, nimm's mit. Das sieht nach einer Lösung für irgendwas aus. Und 9. Okay, wir gehen erstmal, warte, so zurück. Und dann hier, da und so. Na, okay. Die Nummer 9. Aha, das nimmt, ach was. Okay. Ziemlich cool. Projekt Emerald Lady. Unsere Forschung führt vielleicht zu einer vollkommen neuen Methode, Pflanzennahrung herzustellen. Die Instabilität unserer Lady ist allerdings besorgniserregend. Allerdings müssen wir wohl nur ein paar Fehler in dem Beobachtungssystem reparieren. Hm, Moment. Das heißt, die haben die hier erzeugt? Echt jetzt? Okay. Wow. Mit einem trockenen Schwamm werden wir hier nichts ausrichten können, ne? Nein. Okay, aber... Oh, Moment, ich sollte in den Hubschraubschrott zurückgehen. Und das hier machen wir jetzt mal. So, setze die richtigen Zahnräder auf die richtige Stelle, um den Mechanismus zu starten. Verbinde das zentrale Zahnrad mit den 4 Zahnrädern, die bereits an ihrem Platz sitzen. Okay. Also ganz kleine und so mittelgroße. Also so und so. Und hier vielleicht auch noch ein mittelgroßes. Okay, das funktioniert. Cool. Hier, das da und das da und nee, ruhig ein großes. Jawohl.
So, hier vielleicht. Nee, das passt nicht. Okay. Ein kleines. Nee, ein kleines ist zu klein. Also das mittelgroße. Jetzt aber ein kleines. Da, na, vielleicht ein großes hier. Und ein mittelgroßes dort. Geht auch. Super. Du kommst dahin. Du kommst hierhin. Und du kommst dorthin. Wunderbar. Wie, es ist nicht wichtig. Okay, was haben wir hier drin? Toll. Das ist alles ernsthaft. Wasserkocher. Was war das nochmal? Schale. Schale? Warte mal. Schale. Können wir das mal an einem dieser Dinger da ausprobieren? Nee, das hat nichts. Nee, passiert nichts. Und warte mal. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser hatten wir schon an mehreren Stellen. Oh nee, warte mal. Das wird nicht funktionieren, ne? Okay. Das wird nicht funktionieren. Wir werden Wasser aus diesem Wasseraufbereiter dort holen müssen. So, hier und den da rein. Okay. Wasser wird gekocht. Ja, do it. Das findet die Pflanze nicht so gut. Und sie zieht sich auch direkt zurück. Herrlich. Gut. Ja, dachte ich mir. Wir hätten Wasser auch von anderen Orten holen können, aber nein. Nein. So, warte mal. Hier kann das sein, dass du da drauf kommst. Ja. Moment, das war ein bisschen schnell. Das habe ich so jetzt. Hast du das abgemalt? Es hat es abgemalt. Okay, ich bin beruhigt. Nein. Okay, vielleicht erstmal hier am Aufzug weiter rumgefummelt. So. Oh, und da haben wir es ja. Um den Code einzugeben, musst du auf die vier richtigen Zahlen klicken. Wenn du den falschen Code eingegangen hast, musst du ganz von vorn anfangen. Also grüner Stern, das, das, das und das. Oh, okay. Jo, nur dann. Und jetzt? Also da würde ich ja... Also da würde ich ja nicht einsteigen, ne? Also ganz im Ernst jetzt. Die Türen klemmen. Ich muss sie noch etwas weiter aufbekommen. Ja, ist kein Ding, aber nochmal, da würde ich nicht einsteigen. Nee, 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 nee. Außerdem auf die untersten Etagen. Wir hatten... Oh, okay. Wir sind schon drin. Wir hatten doch eine super Möglichkeit, von unten einzusteigen. Das scheint mir auf jeden Fall sehr viel sicherer als das hier. Oh, das Rohr ist kaputt. Tja, das ist jetzt blöd. Ich kann es aber verstopfen. Es geht tatsächlich. So. Es tropft kein Wasser mehr auf den Scanner, aber er funktioniert immer nicht. Vielleicht sollte ich ihn trocknen. Eben hatte ich noch einen spitzen trockenen Schwamm. Naja, gut. Da ist auch noch etwas. Dich nehme ich mit. Oh nein, das ist mir ja alles zu pieksig. Oder? Ja. Ich kann sie wegen der dornigen Ranken nicht nehmen. Kann ich sie rausfummeln? Leider nein. Nein, nein. Okay, gut, das funktioniert nicht. Hallo, du hast ja einen Ring am Start. Schau dir all diesen Schnickschnack aus dem Büro an. Diese Monster scheinen Dinge zu mögen. Ja, ich kann nichts davon nehmen. Ich zeig dir auch ein Ding. Ein glitzerndes Ding. Nee, das gehört nicht hierhin. Okay, also Fußpumpe und Seil. Nun gut. Außerdem, wieso ist hier sowas eingebracht? Das glühende Objekt wieder. Ja, hier haben wir auch noch etwas. Was ist das? Farbige Kugeln. Es ist tatsächlich so wenig aufregend, wie es sich anhört. Wie bekomme ich die Patronen da heraus? Durch kräftiges Ziehen. Nein. Durch... Oh, so, okay. Und jetzt fummeln. Ich sollte etwas anderes ausprobieren. Okay. Irgendwas da reinprokeln, ne? Ja. Tja, denn nicht. Okay. Nix mehr. Gehen wir mal weiter. Oh, meine Güte. Hey, wer bist du denn? Hallo? Oh nein. Oh nein. Das ist Joe. Diese Pflanze ist dabei, ihn zu verschlingen. Ich muss den Mann retten. Hiermit?
Okay. Iris, help! Any weapon will do. Okay. Ja, ist gut. Kannst du nicht einfach dich hier rausfallen lassen? Hier, ich gebe dir den, der ist bestimmt total nützlich. Nee, ich sollte etwas anderes ausprobieren. Ich bin gleich wieder da. Halt durch. Was ist denn hier? USB-Stick eingeben, um das Programm zu aktivieren. Sehr gerne. Eine Tic-Tac nehmen wir erstmal mit. Und hier, Projekt Emerald Lady. Unser Versuchsobjekt stellt sich als intelligenter heraus, als wir dachten. Während eines der Experimente zeigte Lady ein außerordentliches Talent, die restlichen Pflanzen im Labor zu kontrollieren. Das gibt uns Anlass zu großer Sorge. Wir müssen unser Sicherheitssystem so schnell wie möglich verbessern. Wenn Lady sich befreien kann, wären die Folgen unausdenkbar. Ja, selbstgemachtes Problem, sage ich dazu nur. Das ist ein Teil eines USB-Sticks. Das ist einfach nur ein Port für einen USB-Stick. Und das nehmen wir auch mit. Okay. Da kommt es wieder dahin. Hier. Die Schrot findet halt keine Patronen. Egal, nehmen Sie mit. Diese Glasplatte ist dick. Ich könnte sie verwenden, um... Weiß ich nicht. Der Rasentrümmer funktioniert, aber die Klinge fehlt. Ist hier denn alles im Eimer? Warte, was ist das? Ein Handstaubsauger. Haben wir das schon gesehen? Okay. Also hier kommen wir ja offensichtlich nicht weiter. Ihm müssen wir wahrscheinlich dann die Flinte geben. Oder selbst Hand anlegen. Oh, warte mal. Handstaubsauger. Hilft das? Nee, das hilft gar nicht. Türgriff hilft hier natürlich auch nicht. Schön. Und hier... Vielleicht sollte ich ihn trocknen mit dem Staubsauger. Nein, das funktioniert nicht. Da kommen wir so nicht ran. Hier war diese Geschichte. Nee, geht nicht. Können wir mich aufpumpen? Nein. Boah, weiß ich nicht. Hier, du magst doch glänzende Sachen. Können wir tauschen? Tick-Tack. Das war gar nicht so unclever. So, und das Einzige, was ich mitnehme, ist die Fliegenklatsche. Echt jetzt? Okay, na gut, ja, ist gut. Ja, mit einer Fliegenklatsche, warte mal. Hier kommen wir, warte mal, kommen wir hier noch irgendwo weiter? Brauchen wir das hier überhaupt noch? Ja, hier, ne? Es wird gewimmelt, herrlich. Röntgenbild, Pille, Kalender und Föhn. Röntgenbild, Pille, Kalender und Föhn. Röntgenbild, Pille. Röntgenbild. Das da? Ja. So, Petrischale, Gewicht, Tacker und Bücher. Petrischale ist hier. Der Tacker, über den habe ich gerade noch belächelt. Gewicht und Bücher. Der muss doch hier bestimmt zusammengesetzt werden. Na, siehste. Gewicht und Bücher. Hier könnte ich einen... spitzer Bleistift steht da unten auch. Na? Okay, komm mit. Gewicht und Bücher. Gewicht und Bücher. Ist ja... Doch, da... Nee. Hier kommt irgendwas rein. Topfpflanze oder ein Kreis? Warte mal, ein Kreis? Hatte ich nicht einen Zirkel... gesehen. Hier ist ein Zirkel. Und wir malen den Kreis. Nee. Wir malen eben den Kreis auf den Schädel. Auch nicht. Da oben auf den Zettel. Ja, ein bisschen merkwürdige Unterlage, aber hey. Okay. So. Gewicht und Bücher haben wir immer noch am Start. Das ist nichts. Die Topfpflanze ist diese hier. Okay, passt. Gewicht und Bücher. Da ist das Gewicht. Okay. So, nur noch die Bücher. Da sind Bücher. Ah, okay. Ein Föhn. Jawohl. Sehr schön. Das ist was zum Prokeln vielleicht. Handstaubsauger. Der Türgriff, weiß ich nicht. Hier dran? Nee. Damit hat das nichts zu tun. Ja, weiß ich jetzt nicht so. Das Glas sieht ziemlich solide aus. Also wir können entweder einbrechen, auch wenn das Glas solide aussieht, oder hier das Ding einfach abschrauben. Einfach abschrauben, sagt er.
Hier kommen wir noch überhaupt nicht weiter, ne? Oder vielleicht so, farbige Kugeln? Nee, das interessiert ihn alles nicht. Okay, naja, gut. Also, dann... Fliegenklatsche. Lass uns mal versuchen, ob wir mit der Fliegenklatsche da rumprokeln können. Ah, das geht. Sehr gut. Dann können wir immerhin Joe schon mal retten. Meine. Meine. Und jetzt war die... Hier war sie, genau, die Pumpkin. So. Yes. Was ich mit dir mache, weiß ich auch nicht. Ich könnte sie verwenden, um... Gar nichts. Gar nichts. Okay, hier. So, jetzt aber erstmal. Zack. Oh, er tut es. Okay. Der helle Wahnsinn. Aber wie... Thank you. That plant nearly swallowed me whole. Yet all I could think about was never seeing you or Lily again. Naja, hat ja funktioniert. Lily! Ah! One of the scientists took her to a secure place. The room behind the huge metal door. Find her while I look for a way out. In Ordnung. Wie bist du überhaupt reingekommen, du? Okay, danke. Was ist das? String not found. Ach so. Ja, ich dachte schon, es könnte was Wichtiges sein. Das ist aber nicht das hier. Nein. Was ist dies hier eigentlich? Okay. Hier haben wir gerade nichts dafür. Hier fehlt das Metalldings. Guck mal, da ist noch eine Box. Was mache ich denn mit dem... Mit der Glasscheibe? Handstaubsauger. Nö, irgendwie jetzt so gar nicht so, ne? Okay, hier komme ich nur da dran. Und hier haben sie diese komischen Züchtungen durchgeführt. Ja. Hier vielleicht. Warte mal. So. Ich sollte etwas anderes ausprobieren. Ich muss es vorher erst. Oh, der funktioniert auch ohne Strom. Okay. Super, wie trocken das Ding jetzt ist. Und jetzt geht's. Scan den Strichcode. Alles klar. Der Tresor ist offen. Astrein. Da machen wir auch gleich weiter. Aber Leute, gebt mir eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Tschüss.